Heute in unserem Nano-Spezial. Millionen Frauen gehen zur Brustkrebsfrüherkennung. Doch die Methode richtet mehr Schaden an, als sie nützt. Und das gilt auch für andere Diagnosemethoden. Macht uns die moderne Medizin krank? Und damit recht herzlich willkommen zu unserem Nano-Spezial. Vorsicht, Diagnose. Sie sind gesund? Na, dann hat man sie nur noch nicht genau genug untersucht. Das alte Witzchen gewinnt immer mehr Aktualität, etwa bei der Mammographie. Vor über 10 Jahren wurde das Massenscreening von der Politik eingeführt. Spezielle Busse fahren heute sogar in die entlegensten Winkel des Landes. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen jedes Jahr 220 Millionen Euro dafür. Und jetzt zeigt sich, die Früherkennung schadet mehr, als sie nützt. Weil die Vorsorge da, die Früherkennung lebensrettend ist. Also das ist, wer da nicht mitmacht, ist eigentlich doof. Ne? Mache ich immer, regelmäßig, ja. Es gibt einfach ein Stück Sicherheit. Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs. Millionen von Frauen zwischen 50 und 69 lassen ihre Brüste durchleuchten, um schon ganz kleine Tumoren im Frühstadium zu finden. Auch Margret Jung hat als eine der ersten Frauen am Mammographie-Screening teilgenommen. Ich wollte eigentlich nur der Pflicht Genüge tun und mein Gewissen beruhigen. Dass ich mir sagen kann, du hast alles getan zur Vorsorge. Das war im Frühjahr 2003, eine Routineuntersuchung. Aber dann kam alles anders. Ich hörte plötzlich nur den Satz, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass es bösartig ist. Also ich glaube, diesen Augenblick, den wünsche ich niemanden, meinem ärgsten Feind nicht. Margret Jung bekam die Diagnose Brustkrebs. Danach wurde sie operiert und bestrahlt. Sie dachte, das sei der Preis für ihr Überleben. Ob das wirklich stimmt, hat man hier in der Schweiz noch einmal genau nachgeprüft. Eine unabhängige Expertengruppe um den Sozialmediziner Peter Jüni, das Swiss Medical Board, hat die wichtigsten weltweit verfügbaren Studien neu ausgewertet. Und kommt zum Schluss, dass das Mammographie-Screening mehr schadet als nutzt. Der Schaden größer als der Nutzen bei einer Früherkennung? Wie kann das sein? Hunderttausende Frauen wurden in weltweiten Studien untersucht. Die eine Hälfte wurde zum Mammographie-Screening geschickt, die andere nicht. Das Ergebnis des Vergleichs? Von 1000 Frauen, die 10 Jahre lang zur Früherkennung gingen, starben 4 an Brustkrebs. In der nicht gescreenten Gruppe 5. Der Preis dafür, dass eine Frau weniger an Brustkrebs stirbt, ist jedoch hoch. In der Screening-Gruppe werden bis zu 10 Frauen unnötig behandelt. Denn die Mammographie findet auch harmlose, langsam wachsende Tumoren, die auch ohne Behandlung nie eine Bedrohung dargestellt hätten. Behandelt werden sie aber wie jeder Krebs. Den Frauen machen diese sogenannten Überdiagnosen oft schwer zu schaffen. Das sind gesunde Frauen, denen tatsächlich gesagt wird, sie haben Brustkrebs, es tut mir leid. Mit allen Konsequenzen, mit all dem, was da tatsächlich an psychosozialen Komplikationen damit wirklich verbunden ist, mit allen Behandlungen. Behandlungen, die schaden können, wie Jüni und Kollegen zeigen. In der Screening-Gruppe stirbt zwar eine Frau weniger an Brustkrebs, dafür stirbt aber eine Frau mehr an einer anderen Todesursache. Warum? Einerseits wissen wir, dass Screening, Mammographie-Screening, Schäden anrichtet durch Überdiagnosen und dadurch durch Überbehandlungen. Und eine der Erklärungen ist, dass diese Schäden eben auch zu vermehrten Nicht-Brustkrebs-Todesfällen führen, zum Beispiel zu vermehrten Herzinfarkten, die zu einer Todesursache werden können, oder auch zu vermehrten Lungenkarzinomen aufgrund der Strahlenbelastung. Wir treffen Margret Jung wieder. Ihre Operation verlief problemlos, aber unter den Folgen der Bestrahlung hat sie lange gelitten. Ich war einfach nur noch müde. Ich hatte, also Lebensqualität hatte ich überhaupt nicht mehr. Und das hat mindestens 2 Jahre gedauert. Sie dachte, das sei nötig für ihre Heilung. Aber dann, erst nach der Operation, hieß es, dass man bei ihr ein sogenanntes In-Situ-Karzinom gefunden hätte. Eine Vorstufe von Krebs, noch verkapselt, von denen fast 3/4 nie zu einem wirklich gefährlichen Krebs werden. Gesagt hatte ihr das vorher niemand. Dann begriff ich auch erst, was es hieß, dieses Verkapselte, was das bedeutete. Also ich hätte theoretisch, wenn ich es nicht gewusst hätte, ich hätte alt werden können mit diesen kleinen Knoten. Aus heutiger Sicht würde ich sagen,
da hätte man auf jeden Fall, man hätte mir das genau erklären müssen, was da vor sich geht. Dass ich überhaupt eine Möglichkeit gehabt hätte, auch zeitlich zu überlegen, will ich das überhaupt? Habe ich nicht auch genau die gleiche Chance, wenn ich es nicht machen lasse, ne? Die offizielle Stelle für das Mammographie-Screening informiert auch zum Thema Überdiagnosen. Dort heißt es allerdings, Überdiagnosen sind kein Argument gegen das Mammographie-Screening. Denn der Vorteil überwiege eindeutig. Von 1000 Frauen würden in 20 Jahren 7 bis 9 vor dem Brustkrebstod gerettet. Diese Zahlen stammen jedoch aus anderen, weniger tragfähigen Studien. Das räumt Professor Katalinitsch vom Beirat des Screening-Programms ein, betont aber, natürlich müssen die Frauen oder die Bevölkerung auch über andere Studien informiert werden. Und Sie wissen das selber, es gibt eine ganze Spannbreite an Studien, die von keinem Effekt gehen, bis eben hier in diese Richtung sehr große Effekte. Für große Effekte findet die Schweizer Gruppe keinen Beleg. Im Gegenteil. Das Fazit unserer Gruppe war und bleibt so bestehen, dass systematische Mammographie-Screening-Programme mit zentral versandten Einladungen periodisch alle 2 Jahre, dass diese Programme gestoppt werden sollten, weil der Schaden den Nutzen aus unserer Perspektive aktuell klar überwiegt. Margret Jung hat sich inzwischen selbst informiert. Danach würde sie jedenfalls nicht mehr zum Mammographie-Screening gehen. Und bei uns im Studio darf ich Ihnen Herrn Professor Norbert Donner-Banzow vorstellen. Er ist Professor für Allgemeinmedizin an der Uni Marburg und praktizierender Allgemeinarzt. Herr Donner-Banzow, wenn sich jetzt herausstellt, dass diese Mammographie tatsächlich mehr schadet als nützt, dann müsste man doch diese Programme stoppen. Ich bin dafür, die Wahlfreiheit zu lassen, sodass es also für die Versicherten in Deutschland die Möglichkeit weiterhin gibt, die Mammographie durchführen zu lassen. Dass die Frauen aber informiert werden über die Vorteile, die Nachteile. Jede Untersuchung beinhaltet ja Verletzungen, Schäden, weitere Diagnostik, Folgeeingriffe und Ähnliches. Dass das klar gesagt wird und in welchem Verhältnis das zu dem Nutzen auf der anderen Seite steht. Aber würden Sie denn Frauen heute das Mammographie-Screening empfehlen? Also ich sage nie, Sie müssen es machen, Sie müssen es nicht machen, sondern ich versuche gut zu beraten. Ich versuche die Pros und Kontras darzustellen, sodass jede Frau für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Und tatsächlich entscheiden sich die Frauen in sehr gemischter Weise mal dafür, mal dagegen. Insgesamt, so hatte die Studie ergeben, das haben wir gerade gehört, schadet Mammographie-Screening wohl eher, als dass es nützt. Also vermute ich mal, dass da andere Interessen dahinter stecken. Welche könnten das denn sein? Ja, also Schaden mehr als nützt, das hängt immer davon ab, von den Gesichtspunkten, die wir in die Diskussion einführen. Und das, wie weit ich jetzt an einer solchen Untersuchung teilnehmen möchte oder nicht, das hängt von meinen Wertvorstellungen ab. Und eine Beratung muss diese Wertvorstellungen berücksichtigen. Und insofern mehr schadet als nützt, das hängt ganz von der Perspektive ab. Aber natürlich spielen hier alle möglichen Interessen eine Rolle. Es ist natürlich die Medizin, die sich darstellt als die Lösung für alle möglichen Probleme. Es spielen natürlich Interessenskonflikte, finanzielle Gesichtspunkte spielen eine Rolle. Aber auch der Wunsch der Menschen, eben der Bedrohung durch den bösartigen Krebs zu entkommen. Ich meine, eigentlich ist ja die Früherkennung auch eine hervorragende Sache. Man stöbert etwas auf, man findet etwas, bevor es wirklich gefährlich wird. Kann es sein, dass unsere Technik heute einfach noch nicht weit genug ist, um dann beispielsweise eben zu analysieren, das ist ein Tumor, der wirklich gefährlich werden wird. Und den hier können wir einfach im Körper belassen. Es ist tatsächlich, diese Frage zu beantworten, ist ein neuer Früherkennungstest besser als der alte? Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Man braucht mehrjährige Studien mit Tausenden von Patienten. Das muss also erstmal in sehr aufwendiger Weise dokumentiert werden. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, unser Organismus ist so komplex und die Lebensumstände sind so vielfältig, dass die Prognose, das Prophezeien, du bekommst einen bösartigen Tumor und du bekommst den nicht,
dass das die Medizin nie schaffen wird. Sodass also Überdiagnose, eine Fehldiagnose in diesem Sinne zu jedem Früherkennungsprogramm notwendigerweise dazugehören wird. Das heißt, Sie würden nicht grundsätzlich sagen, dass das Konzept eines Massenscreenings falsch ist? Nein, es ist überfrachtet mit Hoffnungen. Es geht um archaische Ängste, die Angst vor dem Tod. Und wir möchten da natürlich ein Gegenmittel haben. Da entstehen dann Wünsche, da entstehen Fantasien. Und ich plädiere dafür eine ganz nüchterne Information der Betroffenen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Genau, man könnte natürlich das Screening auch zum Beispiel nur bei denen anwenden, die wirklich gefährdet sind, die zu einer höheren Risikogruppe gehören. Ja, das macht man generell so. Man versucht, die Risikogruppe so weit wie möglich zu präzisieren, einzugrenzen. Trotzdem, diese Unsicherheit wird immer dabei bleiben. Vielen Dank bis hierhin, Herr Donner-Wanshoff. Liebe Zuschauer, würden Sie einen Ganzkörperscan machen lassen? Man legt sich in den Kernspin und lässt sich durchleuchten. Ja, und wenn sich etwas Auffälliges findet, dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man weiter untersuchen muss oder vielleicht sogar behandeln. Diese Idee klingt erst einmal gut. Tatsächlich ist sie eine zweischneidige Sache. Eine Fahrt durch den Körper. Von Kopf bis Fuß. Ärzte sehen dank neuer Technik immer mehr und sie sehen immer öfter hin. In der Schweiz werden heute 3-mal mehr Computer- und Magnetresonanztomographien durchgeführt als vor 10 Jahren. Die Ärzte können dabei nicht nur die Ursache für akute Beschwerden finden, sie stolpern auch immer wieder über zufällige Befunde. Wie häufig die sind, zeigt eine Studie mit 1200 gesunden Probanden. Im Ganzkörperscan fand sich bei 86% mindestens eine Anomalie. Auf der Liste Gallensteine, vorgewölbte Bandscheiben, kleine Lungenknoten. Knapp 40% wurden weiter abgeklärt. Ja, im Vordergrund steht sicherlich das Bedürfnis des Arztes, den Dingen auf den Grund zu gehen, nichts zu übersehen. Dann gibt es natürlich diese Technikgläubigkeit auf Seiten der Patienten wie auf Seiten der Ärzte. Also der Glaube, dass mehr Medizin, mehr Diagnostik immer besser ist. Dann eben juristische Gründe, die eine weitere Abklärung erzwingen können. Ärzte werden in der Regel nicht verklagt, weil sie zu viel an Diagnostik machen, sondern sie werden verklagt, wenn sie Diagnostik unterlassen. Thomas Rosemann untersucht, wie es um die medizinische Versorgung in der Schweiz steht. Er hält den Boom der Bildgebung für eine zentrale Quelle für überflüssige Befunde und Diagnosen. Und die verursachen nicht nur Leid, sie kosten auch. Laut Schätzungen aus den USA werden 1/3 aller Ausgaben im Gesundheitswesen für Überdiagnostik und die daraus resultierende Überbehandlung vergeudet. In Zahlen rund 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, davon profitieren natürlich zunächst mal die Anbieter dieser Versorgung, also das heißt Ärzte, pharmazeutische Industrie, auch die Medizin, Technik profitiert davon. Die Kosten- und Leidensspirale unnötig ankurbeln können auch Blut- und Urintests. Eiweißschnipsel im Blut, auch Biomarker genannt, sollen das Herzinfarktrisiko, Tumoren und künftig auch Alzheimer frühzeitig verraten. Tests auf Tumormarker bieten Ärzte zwecks Vorsorge Gesunden an. Die Getesteten müssen sie selbst bezahlen. Doch lohnt sich das? Beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln arbeiten Experten für die Beurteilung von Diagnostika. Was sie wissen, erfahren die Getesteten oft nicht. Ob sie von einem positiven Ergebnis wirklich profitieren, ist meist gar nicht untersucht worden. Für Diagnostiker braucht es nur den Nachweis einer gewissen technischen Fähigkeit. Es gibt keine richtige Zulassung wie bei Arzneimitteln. Und das bedeutet, dass von diesen diagnostischen Tests sehr viele, wenn man sie dann in der Praxis anwendet, auf einmal zu Problemen führen. Also es kann durchaus vorkommen, dass viele von diesen Tests zu Überdiagnosen oder zu Übertherapie führen. Beispiel: der Bluttest auf den Biomarker PSA. Der Test zur Früherkennung von Prostatakrebs ist seit vielen Jahren auf dem Markt. Doch erst jetzt beziffern Studien das Schaden-Nutzen-Verhältnis genau. Der Nutzen:
Der Test bewahrt innerhalb von 11 Jahren einen von 1000 älteren Männern vor dem Tod durch Prostatakrebs. Der größte Schaden: 36 bekommen die Diagnose, ohne von der Früherkennung zu profitieren. Bei vielen wächst der Tumor so langsam, dass er nie Probleme gemacht hätte. Doch weil die Ärzte nicht immer zuverlässig vorhersagen können, welcher Krebs gefährlich und welcher harmlos ist, bestrahlen und operieren sie. Mögliche Folge: Inkontinenz und Impotenz. Nicht nur Medikamente, auch Tests können Risiken und Nebenwirkungen haben. Ja, und die Flut an Diagnostik und Früherkennung ist nicht das Einzige, was zu Überversorgung führt. Das andere ist die Frage, wo Krankheit überhaupt beginnt und Gesundheit endet. Was ist nur eine Befindlichkeitsstörung und was muss behandelt werden? In den USA ist im vergangenen Jahr das Diagnosehandbuch für psychische Erkrankungen neu erschienen, das DSM. Und plötzlich tauchen dort für manche Störungen ganz neue Kriterien auf. An der Neuauflage des DSM-5 haben hunderte Psychiater und Psychologen 14 Jahre lang gearbeitet. Ihr Ziel: Kriterien für psychische Störungen weltweit zu verbessern. Das hat Konsequenzen in der täglichen Praxis. Die Gefahr dieses neuen DSM-5 ist, dass damit die Grenze von Krankheit zu Gesundheit verschoben wird und dass immer mehr Menschen, die eigentlich gesund sind, für krank erklärt werden. Im DSM-5 wurden nämlich die Kriterien für manche Krankheiten geändert, mit Folgen, Beispiel Depression. Von 9 Symptomen müssen 5 für die Diagnose Depression erfüllt sein, zum Beispiel Traurigkeit, Müdigkeit, das Gefühl, wertlos zu sein. Das Problem: Diese Symptome treten nicht nur bei Depressionen auf, sondern auch zum Beispiel bei Trauer. Nach dem Tod eines nahen Menschen fühlt sich jeder eine Zeit lang antriebslos und traurig. In der vorigen Ausgabe des DSM gab es deshalb ein Ausschlusskriterium. Früher war es so, dass eine Trauerphase für 2 Monate akzeptiert wurde und in dieser Zeit konnten sie keine Depression diagnostizieren. Das macht auch einen gewissen Sinn. Jetzt kann man schon nach 2 Wochen eine Depression diagnostizieren, sodass viele Kritiker sagen, damit wird eine normale Trauerphase pathologisiert. Und das wird, fürchte ich, auch die Konsequenz dieser Entscheidung sein. Neu im DSM-5 ist auch, viele Krankheiten werden nun unterschieden in schwere und leichte Formen, abhängig von der Stärke der Beeinträchtigung. So entstand zum Beispiel die leichte neurokognitive Störung, eine Art Altersvergesslichkeit. Im Vergleich zur schweren Form reichen hier schon leichte Anzeichen für eine Diagnose. Vergesslichkeit, Müdigkeit oder Probleme, sich zu konzentrieren. Doch die findet man bei vielen alten Menschen. Sie könnten zwar die Vorstufe für eine schwere Erkrankung sein, meist sind sie aber nur normale Alterserscheinungen. Wenn man das schon zur Krankheit hochjazzt, dann ist das im Grunde eine Form von Altersdiskriminierung. Im neuen DSM findet man auch ganz neue Krankheiten. Zum Beispiel die disruptive Stimmungsdysregulationsstörung. Sie betrifft Kinder zwischen 6 und 18 Jahren. Haben sie ein Jahr lang mindestens 3-mal pro Woche einen Wutausbruch, kann die neue Diagnose greifen. Kinder in einem schwierigen Alter gelten dann schon als psychisch gestört. Ich glaube, es gibt einen gesellschaftlichen Trend, Situationen, die anstrengend sind, die leidvoll sind, zu pathologisieren, da Krankheiten draus zu machen. Für jede Änderung im DSM gibt es wissenschaftliche Gründe. Nicht immer zum Vorteil für die Betroffenen. Herr Professor Donner-Banzhoff, dieses Phänomen, dass plötzlich neu definiert wird, was eigentlich krank ist und was noch gesund ist, das kennen wir ja nicht nur aus der Psychiatrie, sondern zum Beispiel auch vom Bluthochdruck oder von Cholesterinwerten. Auch da werden die Grenzwerte immer wieder verändert. Wie weit verbreitet ist denn diese Pathologisierung in der Medizin? Die Grenze zwischen dem, was wir als krank empfinden und noch als gesund, die verändert sich historisch, die verändert sich mit sozialen Veränderungen, die verändert sich mit technischem Fortschritt und sie muss irgendwie immer wieder neu verhandelt werden. Und dadurch, dass wir so umfassende Möglichkeiten haben zu messen, auch Dinge zu messen, von denen wir ja gar nichts fühlen, die tief im Verborgenen sind,
So muss diese Grenze immer wieder neu definiert werden zwischen gesund und krank. Da ist es tatsächlich so, dass in den letzten Jahren sich das Kranke immer mehr in den Bereich des Gesunden hineingefressen hat. Früher war das einfach, da ging man zum Arzt mit Beschwerden und durch die Beschwerden war man krank. Und jetzt gibt es ganz viele verborgene Messwerte, sodass die Frage nach gesund und krank auf einmal eine ganz schwierige geworden ist. Ja, aber es ist doch eigentlich eine Katastrophe. Ich meine, wenn wir den Wert, den Grenzwert für Bluthochdruck absenken, dann werden plötzlich Millionen Menschen krank gemacht, zu Kranken erklärt. Ich meine, welche Folgen hat es denn? Das ist dann gerechtfertigt, wenn wir diesen neu Krankgemachten etwas bieten können. Sprich, eine Behandlung, die ihre Prognose verbessert. Dann ist das gerechtfertigt. Da rudern wir allerdings in den letzten Jahren dann auch wieder zurück. Bei dem Bluthochdruck sagt man inzwischen, die leichten Formen sollten nicht mit Medikamenten behandelt werden, sondern nur, wenn zusätzliche Risiken dazukommen. Genauso beim Diabetes rudern wir eher zurück. Ja. Wie gehen Sie denn in Ihrer Praxis eigentlich damit um? Wird da der Blutdruck überhaupt noch gemessen? Doch, der Blutdruck wird gemessen, weil er für die Prognose, bekomme ich einen Herzinfarkt, bekomme ich einen Schlaganfall, relevant ist und weil wir tatsächlich Mittel zur Verfügung haben, diese Prognose positiv zu beeinflussen. Ich stülpe das meinen Patienten aber nicht über, sondern ich versuche ihnen zu demonstrieren, was sie tatsächlich da erwarten können. Ja, ich stelle mir vor, dass es relativ schwierig ist, über solche Risiken, die in einer Früherkennung auftauchen können, mit einem Patienten zu kommunizieren. Der Patient möchte ja Sicherheit und nicht Unsicherheit. Das ist in der Tat ein Widerspruch. Kranke Menschen kommen zu mir, weil sie Sorge haben, Angst, Unsicherheit. Und sie erwarten von mir Sicherheit. Das ist ein schwieriger Widerspruch, wenn tatsächlich sehr vieles in der Medizin ja mit Unsicherheit behaftet ist. Eine Lösung sind Entscheidungshilfen. Das heißt, ich informiere meine Patienten klar über die Prognose und das, was man tun kann. Und da gibt es heute sehr entwickelte Instrumente, Patienten das zu demonstrieren, damit Patienten dann für sich eine gute Entscheidung treffen können. Das ist ja auch eines Ihrer Forschungsgebiete. Wie, ganz kurz, gehen denn die Patienten denn dann damit um? Also ist es tatsächlich möglich, sie zu entlassen, ohne ihnen eben zusätzliche Behandlungen oder zusätzliche Untersuchungen aufs Auge zu drücken oder ein Rezept? Also die meisten Patienten sind da unendlich dankbar für, dass da ein Blick in eine sonst sehr schwarze Kiste getan wird. Wenige sind auch verunsichert und fragen dann doch, was ich jetzt machen würde. Und das Schöne im ärztlichen Gespräch ist, dass ich herausbekommen kann, was mein Patient jetzt will und was er braucht, sodass ich eben diese Aufklärung, dieses Gespräch entsprechend dosieren kann. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Professor Donner-Banzhoff. Bitteschön. Von der Kunst des Weglassens reden ja mittlerweile viele Ärzte oder auch von begründetem Nichtstun, dass weniger Medizin manchmal mehr sein kann. Darauf will auch eine Kampagne aus den USA aufmerksam machen. Sie heißt Choosing Wisely, also entscheide klug. Und diese Idee findet weltweit immer mehr Anhänger und Nachahmer. Ein kanadischer Arzt lässt zum Pharrell Williams-Song Happy singen, was die aus den USA stammende Kampagne Choosing Wisely will. Klug entscheiden. Das Motto ist inzwischen auch in die Schweiz geschwappt. Die Gesellschaft für allgemeine innere Medizin hat die Initiative ergriffen. Wie in den USA sollen Top-5-Listen mit unnötigen Untersuchungen und Therapien Kern der Kampagne sein. In den USA hat fast jede Fachgesellschaft ihre Liste. In der Schweiz gibt es jetzt Nummer 1. Solche Listen dienen zuallererst dazu, ein Umdenken anzustoßen. Bei den Patienten, die vielleicht in gewissen Gebieten weniger einfordern oder sehen, dass wenn ein Arzt etwas nicht macht, ist das vielleicht sogar besser, als wenn er es macht. Das zweite ist ein Anstoßen des Umdenkens bei den Ärzten. Die Top-5-Liste richtet sich an Hausärzte. 3 der 5 Empfehlungen: bei herkömmlichen Rückenschmerzen nicht sofort Röntgen. Die Behandlungserfolge werden nicht verbessert. Die Untersuchung kann aber schaden. Bei simplen Atemwegsinfekten keine Antibiotika verschreiben. Sie bringen nichts. Es kann aber Resistenzen geben.
Und zur Prostatakrebsfrüherkennung den PSA-Test nicht ohne Diskussion von Nutzen und Schaden durchführen. Wie hier am Hausärztekongress in Zürich verbreiten die Anhänger die Choosing Wisely-Idee eifrig unter den Kollegen. Nicolas Rodondi diskutiert Beispiele aus der Praxis. Welche Tests sind bei solchen Patienten wirksam? Rodondi saß mit Christoph Meyer in der Expertengruppe, die die Schweizer Liste erarbeitet hat. Dass sie sich an Hausärzte richtet, hat System. Im Alltag, sie wählen die Untersuchungen, die Leute kriegen werden. Das ist eine wichtige Rolle, auch für Blutentnahme oder Röntgen oder Bildgebung. Hamburg. Auch in Deutschland machen sich vor allem die Allgemeinmediziner Gedanken, wie die Nebenwirkungen von zu viel Medizin reduziert werden können. Listen à la Choosing Wisely will man aber explizit nicht. Martin Scherer arbeitet stattdessen an der Leitlinie Schutz vor Überversorgung. Dafür durchforstet sein Team bestehende Leitlinien und damit Behandlungsempfehlungen, die es für viele Krankheiten gibt. Darin sind auch Tests und Therapien benannt, die der Arzt nicht machen soll. Und genau die stellt das Team bis 2016 zusammen. Wir sind ja Anhänger der evidenzbasierten Medizin. Das heißt, bevor ich eine Empfehlung mache, muss ich ganz, ganz genau systematisch in die Literatur schauen. Das ist ein sehr aufwendiger methodischer Prozess. Und die Choosing Wisely-Listen sind relativ schnell zustande gekommen, nicht mit einer stringenten Methodik. Da wurden konsensbasiert 5 Dinge benannt. Die deutsche Kritik trifft indirekt auch die Schweizer. Denn sie haben sich auf die Vorarbeit der Amerikaner gestützt. Umgekehrt bezweifelt Meyer die uneingeschränkt hohe Qualität der Leitlinien, die die Deutschen durchforsten. Er beteuert: Sicher die Top 5 der Schweiz, die sind solide evidenzbasiert. Wie in anderen Bereichen der Medizin ringen die Ärzte also auch beim Thema Überversorgung um Qualität und den richtigen Weg. In der Schweiz wird es bald die zweite Top 5-Liste geben. Die Adressaten: Internisten im Spital. Andere Fachdisziplinen sollen möglichst nachziehen. Doch die Herkulesaufgabe kommt dann erst noch. Nämlich, dass die Ärzte die Kultur des Weglassens auch tatsächlich praktizieren. Und die Anreize sind im Moment so, dass in der großen Mehrzahl das Tun auch finanziell belohnt wird. Es ist lukrativer, einen Test zu tun und dann zu handeln, als eine halbe Stunde lang zu erklären, dass man vielleicht den Test nicht machen soll. Ja, woran man erkennt, dass Ihnen der Arzt etwas aufschwatzen will, das finden Sie in unserem Bonusangebot als Film auf nano.de. Und außerdem können Sie dort miterleben, wie unser Studiogast Professor Donner Banzhoff in seiner Praxis aus gutem Grund nichts tut. Soweit von uns. Wir sehen uns morgen wieder. Bleiben Sie gesund. Bis Nano.